Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hofbergmädels. Mit der Moni. Kenn ich nicht. Kann ich nicht. Haben Sie jetzt Slalom fahren zwischen den ganzen Chicks durch? Ja, ich drehe gerade meine Runden hier auf dem Feld immer noch. Keine Ahnung, wo ich rumfahre. Weil. Wasser passt eigentlich auch noch einigermaßen. Wir haben jetzt ja gerade ein bisschen überlegt gehabt, was wir als nächstes machen. Ich würde ja gern Schweinchen machen. Aber das Schweinchen, das müssen wir halt gucken. Da brauchen wir noch ein bisschen so Grundausrüstung. Mhm. Also wenn die genauso aufwendig sind wie beim LS19. Ah. Aber wir haben ja gemeint gehabt, Pferdchen. Genau, ja, Pferde sind eigentlich so fürs Nebenbei, wenn man gerade nichts zu tun hat irgendwie. Kann man halt die ausreiten. Und da wollten wir mal schauen, wie das gute Basis, was Basisfutter was. Genau, bei den Pferden stand dabei, man braucht Basisfutter. Jetzt ist die Frage an euch, wer kennt sich damit aus? Wie stellt man Basisfutter her? Braucht man dazu Hafer oder irgendwas anderes gemischt wieder? Weil bei LS19 konnte man ja Mischfutter herstellen. Oh, da steht irgendwo eine Produktion, von der ich nichts weiß. Weil ich dann doch beim Erkunden der Map ein bisschen blind war. Wo man das Zeug irgendwo herstellen kann. Das wäre gut, aber ich denke mal, da finden sie bestimmt ein, zwei Leute, die sich damit auskennen. Bestimmt. Ich stimmt. Jetzt ist der Lichteinfall perfekt. Jetzt sehe ich, wo noch Unkraut steht. Ich drehe dann auch mal die Zeit mal kurz wieder auf. Ich werde dann später wieder hochdrehen. Unkraut. Ich versuche immer noch eine Rankingliste zu machen, was am unbeliebtesten bei mir beim LS22 mit dabei ist. Definitiv Steine sammeln ist ganz weit oben. Ja. Und mulchen. Gut, das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Ja, Resi, da gibt es auch keine großen Geräte, aber ich habe mittlerweile rausge... Die Mod kriege ich auch hoffentlich bald. Es gibt eine Mod, die wo die Walze umgebaut ist und die dann auch die Mulchfunktion drin hat. Ah, das sind diese Tätigkeiten, wo dann vom Spiel her die Arbeitsbreite begrenzt ist. Darunter zählt Mulchen und Steine sammeln. Ich würde sagen, Fliegen finde ich gar nicht mehr so schlimm wie beim LS19. Hm. Das macht mir sogar richtig Spaß, deswegen habe ich immer auf den Spaß erlaubt. Mit dem Feld 21. Ich glaube, 5 oder 6 Runden habe ich schon geschafft. Ja, ich werde dann, wenn ich hier fertig verdichtet habe, auch gleich mal ein, zwei Runden nach oben fahren. Dass ich da auch mal was getan habe. Dann werden hoffentlich auch mal bald unsere ersten Felder reif sein. Müssten nächste oder übernächsten Tag fertig sein. Guck mal. Dann kann ich gleich mal schauen, ob irgendwo Unkraut drauf ist. Ja gut, das dauert noch 1-2 Tage mindestens. Aber dein Gras wäre schon fast wieder fertig. Das ist schon wieder eine letzte Wachstumsstufe. Was? Was? Wir hatten letztens gesagt, dass das Gras verdammt schnell wächst in dem Spiel. Ich glaube Mücke oder irgendjemand, mit dem wir halt privat da gespielt haben. Mhm. So, das könnte jetzt die letzte Bahn sein mit Unkraut. Heuhammer, Strohhammer, Silage jetzt dann bald, dann können wir eigentlich die ersten Kühe holen. Dass wir wieder in den Kälberwahn kommen. Oh ja.
Es gibt ja auch schon die Käserei und so, das ist ja dann auch schon cool. Ich finde ja auch cool, dass du dieses Mini-Fass auch dafür verwenden kannst, um da Milch hochzubringen. Also zu Fuß. Oh, mir hätten Feld 1 auch noch Unkraut bekämpft. Das nehme ich gleich mit an, wenn ich den eh schon mit dabei habe. Abgeschlossen. Feld 7 düngen, Feld 4 grubbern. So, fertig verdichtet. Ich würde gleich mal den Deckel drüber hauen. Ja. Ja, dann fahren wir mal zu Feld 1. So, nicht viel, aber dann haben wir die erste Silage schon mal fertig. Da ist ja schon mal was. Da kommt Innenansicht. Es leckt. Nee, doch nicht. Ich weiß, dass es ab und zu ein bisschen ruhig im Hintergrund ist, aber ihr wisst ja, YouTube ist da ein bisschen so, Ja. Wirklich geworden. Also ich muss ja wirklich sagen, es hat sogar letztens bei mir eine Warnung rausgehauen, als jemand gesungen hat. Also dann müssen die Töne ja gut getroffen sein. Achso, es sieht immer noch, ich muss weiter die Straßen benutzen. Ah! Oh verdammt, ich bin auf die Straßenrand gefahren. Ist jetzt schon Strafe? Oh no. Oh, was hat man denn da Schönes gemietet? Ob bist du oben beim Pflücken? Ja. Das ist vom Auftrag. Huch! Okay, da war ein Leck. Manchmal leckt bei mir die Innenansicht. Ich weiß nicht warum. Warte mal, Feld 1 war doch. Die Map nochmal aufmachen? Ja, da unten. Sarah hat mir in der letzten Folge sogenannte Straßen-Challenge initiiert. Ich darf nicht mehr runter von der Straße. Außer wenn es aufs Feld geht. Weil Moni immer so abkürzt. Wie viele Steine wollen auf dem Feld sein? Ja. Stell dir vor, du bist jetzt da oben noch Steine sammeln. Uff. Das wäre wahrscheinlich der nächste Auftrag. Der nächste Auftrag. Irgendwann werden wir noch Feld 2 und 3 mal dazu kaufen. Irgendwann ja. Sollte nicht so viel Geld ausgeben. Ich bin doch immer so in Kauflaune. Ja, das weiß ich. Das weiß ich doch. Investiert doch nur in unsere Zukunft. Ja, nicht, dass dann wieder ein Traktor mit rosa Frontlader kommt. Okay, ich bin ruhig. Okay. Sag mal so, in einem anderen Projekt habe ich den Hof auch fast bis auf den Nullwert vom Konto getrieben, aber danach war mal einer der reichsten Höfe gewesen im Projekt. Man muss sehr viel investieren. Und auch nur abwarten, wenn die Preise gut sind. Ich kann mir nur so an unser Teamprojekt erinnern, wo wir dann in Massen Molkereien immer angefahren haben. Ja. Wenn gerade einer den besten Preis entdeckt hat und aus jeder Ecke von der Map quasi die Leute hier Rallye gefahren sind, um da als erstes abzuladen. Das war das erste Teamprojekt, ja. Da kommt man gerade, warum macht man das nicht so mit dem anderen, wo wir so entspannt spielen, dass jeder seinen eigenen Hof versucht zu machen? Ja, wollte man ja mal so ein Projekt starten, wo man alle wieder wie beim ursprünglichen Teamprojekt quasi bei Null anfängt, ohne Hof. Ja. Mit dem Startkapital quasi. Und da hat man ja die Regel auch nicht mieten. Nicht mieten,
keine Helfer. Ja. Quasi sich alles durch Eigenarbeit erwirtschaften. Eigenarbeit, Ausleihen der anderer Gerätschaften von den anderen. Ist erlaubt. Aufträge waren, glaube ich, auch nicht erlaubt. Damals nee. Bestimmt auch das Regelwerk irgendwo rumliegen. Hab's ja eigentlich schon auf dem LS22 angepasst. Na, einfach mal entspannt LS spielen. Ja. Gibt aktuell nichts Schöneres. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach einem richtig schönen Multiplayer-Spiel. Und du hast jetzt eins entdeckt. Ja, mal gucken. Sagen, das zocken wir irgendwann mal an. Und dann mal gucken, ob sich daraus ergibt, ob wir es mal im Stream zocken oder nicht. Mal komplett ein anderes Genre. Noch weiter Pummelparty spielen. Nächste Pummelparty-Runde machen wir mit Fio. Mit Fio. Ich bestelle schon mal Nervenberuhigungsmittel. Für alle Beteiligten außer Fio. Einen Moment, wo ich das Unkraut, also das Unkraut, ich bin immer noch am Überlegen, was am schlimmsten ist. Das Unkraut jeden und so ist dann immer schlimm, wenn man die ganz große Spritze hat. Zum Thema Steine sammeln habe ich was Lustiges entdeckt und zwar eine Schaufel vorne, die du das Zeug mit der Schaufel vom Feld holen kannst. Ah, die da wäre beim Thema Arbeitsbreite wieder. Ja. Das wäre aber so, andere zu quälen irgendwie. So, wenn einer so eine Challenge verliert, muss man so eine Folge lang mit sowas arbeiten lassen. Ja. Oder man sollte vielleicht das so ein Straffeld bauen, was nicht so groß ist. Irgendwo was so gesondert abtrennen. Mhm. Und sagen da, jeder, der verliert, muss da dort meinetwegen mit einem Zweischarfluch arbeiten. Ich würde hier eine Schaufel feiern, wo du das Feld umflügen müsstest. Liebe Modder, könnt ihr sowas bitte machen? Ich muss da so an diesen Kartoffelernter gerade denken von, was, Survival? Damals. Ja, dieses Holzding da, wo jede Kartoffel einzeln rausgerupft wird. Die haben aber auch ganz schöne einzigartige Mods rausgekramt. Gerade ich sitze freiwillig in einem Fend. Dass man das mal sieht. Es ist ja kein Christel einig. Okay, sollte man die nächsten paar Sekunden eine Katze niesen hören? Es wandert gerade eine niesende Katze von der Küche ins Wohnzimmer. Und grinst mich an. So laut genießt du das? Ja, der hat in der Küche. Der, wenn er in der Küche niest, hört man es nicht so. Achso. Also da ist das Mikrofon nicht ganz so. Ich wollte gerade sagen, das wäre schon krass. Aber er stiefelt gerade hierher.
Deswegen sag ich, halt ich warte. Auch mit gucken, was du so machst. Ne, der liegt sich gerade auf die Couch und pennt wahrscheinlich. Liegt der nicht immer noch auf der einen Decke so gerne? Die hat ihn irgendwas angetan. Die wirst du nicht mehr los. Nee, ich habe zu meiner Mama gesagt, die Decke wirst du demnächst nicht mehr sehen. Sagt sie, warum? Ja, die gehört jetzt der Katze. Na, momentan muss er sich mit mir teilen. Weil gestern lag ich auf der Decke. So, wir gucken jetzt mal zwischendrin jetzt mal, was die Felder so machen. Nein, die machen natürlich nichts. Nee, deswegen, ich gebe mal so meine Spuren dann später nochmal einfach mal komplett durch. Feld 5 und 6 müssen best mal dann langsam, ja. Dass wir da auch mal vorwärts kommen. Ich sage notfalls noch ein, zwei Felder vielleicht noch. Die kleinen, wo da unten am Hof sind. Ja, warum nicht? Nicht allzu teuer. Was kosten die denn? Ach, 2 und 3 oder was? Hm. Ja, gut. Rein theoretisch könnten wir es uns doch leisten. Ja, rein theoretisch. Oder eines davon. Ja, die 3, das ist das kleinere. Wenn du willst, kannst du es ja kaufen. Ah, es ist los, ich gehe die ganze Zeit. Ansteckend. Verdammt ansteckend. Warum ist Genen eigentlich so ansteckend? Hat irgendwas, glaube ich, mit dem mit so Nachahmen zu tun, so Spiegelneuronen und so. Habe ich mal gehört. Oh Mann. Also doch alles nur Nachahmer. Also es ist immer so ein Phänomen. Ich bin ja öfters ja auch im TS, wenn ich auf der Arbeit bin. Und es gähnt immer einer im TS und ich stehe vor dem Kunden und gähnt dann auch immer gleich mit. Und ich sage, nein, ich will da nicht ausgeschaut. Ich sage, nee, mir gähnt gleich einer das Ohr zu. Wieso, hä? Und dann gucken dann immer blöd. Am Telefonieren quasi. Und ja, und dann sehen sie schon mal, die hat einen Stöpsel im Ohr. Schon krass, ja. Ich dachte, das passiert eigentlich nur, wenn man es sieht, aber allein vom Hören her geht es auch schon. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier gähnen die Zuschauer beim Zugucken auch. Ja. Können wir gleich fertig sein. Ich bin ja mal gespannt, wann wir mit dem Feld hier fertig werden. Ja, ich habe für die erste Runde habe ich knapp 6 Minuten oder 7 Minuten gebraucht. Zuschauer könnten ja mal eine Prognose starten hier, wie lange wir dafür brauchen, beziehungsweise wie viele Folgen. Oder eher bei welcher Folge wir es endlich schaffen, das zu beenden. Aber darauf achten, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht jede Folge dauerhaft irgendwie dran arbeiten. Ist ja auch nicht die Hauptaufgabe. Das ist ja eigentlich nur so aus Gaudi, habe ich das mal gewonnen. Da. Gaudi und so ein bisschen Wahnsinn, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was du meinst. Bin ich wahnsinnig. Oh Mann. Aber ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, und ich habe schon wieder was übrig gelassen. Lasst ein Däumchen da, aktiviert die Glocke, schaut bei der lieben Moni vorbei. Schreibt schau mir zu, ob ich. Ja. Und schau zu, ob mein Wahnsinn sich gleich verprügelt, weil mein. Innerer Monk sich tötet. Und lasst einen netten Kommentar da und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.